Herzlich willkommen auf den Cloudplay-Kanal. Ich bin der Game Demon und ja, das Jahr, das neigt sich dem Ende. Und auch im Dezember hat Microsoft die erste Welle ihrer Titel, die den Game Pass bzw. die xCloud verlassen, herausgegeben. Leider diesmal mit 11 Titeln, unter denen auch ein paar richtige Kracher sind. Natürlich werden wir auch dieses Mal uns alle Titel einzeln angucken, kurz vorstellen und vielleicht einen Tipp geben, wo es das noch gibt. Das betrifft diesmal 3 Titel. Und natürlich betrachten wir noch, ob es sich lohnt, das Spiel noch anzufangen oder ob man lieber sich Alternativen suchen müsste. Also viel Spaß beim Video und wir gehen ab zum ersten Titel. Den ersten Titel, den wir uns angucken, werden die Multiplayer-Fans nicht so gut finden und natürlich die Alien-Fans, denn es handelt sich um Alien Fireteam Elite. Das war in der Cloud-Konsole und auf dem PC verfügbar. Es wird die Cloud komplett verlassen. Es hatte eine Kampagne, die etwa 9 Stunden lang war und einen Metacritic-Wert von 70. Das Gameplay, was ihr im Hintergrund seht, das ist der Chicky und der Firefox. Die haben auf unserem Kanal 1-2 Runden gespielt. Wer also eine lange Version sehen will, der klickt einfach auf dem Kanal und schaut sich die Videos an. Am besten lässt er noch ein Abo da und ja, vielleicht auch 1-2 Kommentare. Da würden sich alle freuen. Das war's aber von mir und ab zum nächsten Titel. Würde ich jetzt nicht ausschließen. War noch mal Granate werfen. R1. Okay, gut. Ich glaube eh. So. Tschüss. So, E wie Granate. Ich bin latent überfordert, weil meine Munition einfach fast leer ist. Zähl doch die Waffe. Oh, das ist ein super Tipp. Habe ich auch nicht beherzigt gerade. Ja, Lola freut sich natürlich, aber trotzdem, es ist sehr früh. Und ihr wisst ja ungefähr, wann ich ins Bett gehe normalerweise und wie viel Schlaf dann übrig bleibt. Um 2 Uhr nachts. Ja. Munition! Und Heilung! Munition! Woo. Hier los. Irgendwas ist hier. Meine kurze Question. Die Basis ist da oben nur 2 Sekunden entfernt und hier sind auf einmal 8 Milliarden Aliens? Ja. Wie ja, realistisch ja. Ist das bitte? Ja, hast du gesehen, wie viel Verteidigung da oben war gerade? Nichts. Eben. Und der hat die auch noch gebraten, okay? Was sind die Aliens? Na, sie hat sie gebrütet. Oh. Hat sie doch gerade gesagt. How many aliens has Cynthia breeded here? Blub, 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 blub. What am I looking at here? Who built this? Wer baut denn sowas? Mal, don't linger hier. Oh, 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 oh. Oh, hier ist eine Kiste. Oh, Gott sei Dank, eine Kiste. Ja, da ist ein gehärtetes Brandwachgeschütz. Habe ich mal mitgenommen. Du hast ein Secret gefunden, cool. Ja, das war dasselbe. Ich muss das selber mal auslösen, weil.
Wir haben leider keine geteilte Lebenkiste. Oh nein, oder? Was hast du denn? Ihhh. Ganz schön zerfetzt der Körper hier. Ne? Hier ist übrigens eine Mine. Und Aliens kommen. In Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Also zumindest nicht heute. Oh, ich bin tot. Was? Ah nee, ich lebe noch. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber wir sind hier echt in einer schlechten Position. Ja, ein bisschen. Jetzt haben wir es aber. Da ist das nächste Spiel im Bunde ist Breath Edge. Das ist ein Survival-Game im Weltraum. Ein bisschen ähnlich wie Subnautica. Also für den Survival-Fan auf jeden Fall das Richtige, würde ich sagen. Es wird bei GeForce Now weiter verfügbar sein, also da könnte man alternativ weiterspielen. Die Story ist etwa 16 Stunden lang und mit einem Metacritic-Wert von 69. Es ist zwar eher durchwachsen, aber ich sag mal, für den Genre-Fan ist das schon okay. Ich habe zwar nur reingespielt, aber der Anfang war schon recht witzig und hatte meinen Spaß mit den Antesten. Ich würde sagen, jeder, der mal reingucken wollte, sollte vielleicht eher bei GeForce Now anfangen. Und nicht bei der Xbox-Version, denn 16 Stunden bis zum 15. könnte das schon knapp werden. Ich werde noch ein bisschen Gameplay im Hintergrund zeigen und dann geht's ab zum nächsten Spiel. Judging by the primary analysis of the destruction, most of the passengers of the liner died. This might be the biggest catastrophe in the history of astronautics, the reasons for which are yet to be clarified.
Bei diesem Spiel hier weint mein JRPG-Herz, denn die Urserie aller JRPGs, Dragon Quest, verlässt die Cloud bzw. den Game Pass. In der Version 11 war sie nämlich enthalten und wird jetzt ab dem 15. entfernt. Man muss sagen, das ist natürlich ein Riesenbrocken. Es hat normalerweise so in der, sag mal, Grundstory etwa 60 Stunden Umfang. Und danke in Lied übrigens nochmal, wenn man es komplettieren will, sind es um die 200 Stunden. Also ich würde sagen, das sollte man lieber woanders anfangen, wenn man halt nicht wirklich schon komplett drin ist. Apropos woanders, es ist in PS Plus Extra enthalten, also wäre das dann noch eine Möglichkeit, wenn es dann entfernt wird. Der Metacritic-Wert ist übrigens mit 92 wirklich sehr hoch und es ist auch wirklich ein richtig gutes Spiel. Ja, schade, ne? Ein bisschen Gameplay gibt's hier im Hintergrund und dann geht's ab zum nächsten Spiel. Come on, this way! Follow my lead. Bites the dust. Follow my lead. Follow my lead. These guys don't give up. Huh? Seriously? Das nächste Spiel, bei dem mein Herz etwas weint, ist Firewatch.
Es ist ein Walking Simulator mit einer sehr guten Story, würde ich sagen. Es hat mich auf jeden Fall sehr begeistert, als ich es durchgespielt habe. Es ist einer der besten Spiele, die ich im Game Pass durchgespielt habe. Ich muss sagen, ich habe wirklich die Game Pass-Version durchgespielt. Das lässt sich auch wirklich gut machen, wenn es ist nicht sonderlich lang. Es ist etwa 4 Stunden lang. Es hat einen Metacritic-Wert von 85 und wer es danach weiterspielen will, den kann ich dann nur GeForce Now ans Herz legen. Da ist es nämlich auch enthalten. Von der Zeit her muss ich sagen, jeder, der ein bisschen, sagen wir mal, Spaß an Storyspielen hat und Walking Simulator okay findet, der sollte da mal reingucken und mit 4 Stunden, das schafft man auch bis zum 15. Also rein ins Spiel und spielen. Anschließend gibt es ja noch ein bisschen Gameplay und dann ab zum nächsten Spiel. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Woo! Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, what the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! It got language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Are those fucking fireworks? I need you to confirm. Do you see them? Are you seeing this? Henry? Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set them straight. Do I write him a ticket? Easy there, Dirty Harry. Well? Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Secure. Shut up. Just the outhouse, then, in terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And, full disclosure. Nachdem wir uns bei Firewatch in den Wald begeben haben und geschaut haben, dass nicht irgendwelche Feuer ausbrechen, kann man sich auch an den See begeben und ein bisschen Post austragen. Nämlich genau das macht man bei Lake, einen doch
entschleunigten Walking Simulator, der mit 6 Stunden Umfang eigentlich gut schaffbar in der Zeit bis zum 15. ist. Er fällt komplett aus der Cloud raus und hat keinen Metacritic-Wert direkt, aber ich würde ihn ein bisschen unter Firewatch ansiedeln, so 75 rum. Also es ist schon okay, kann man spielen. Also mein Tipp, nach der Alien-Ballerei einfach bei Lake ausklingen lassen. Apropos ausklingen lassen, ich werde jetzt hier noch ein bisschen Gameplay zeigen und dann geht's ab zum nächsten Spiel. Actually enjoying this. Ah, the mighty Ambrose River. Hello there, big cuddly guy. Oh, look, Genevieve, a new mailman. Hello. The day I was born, there is no one better in PO than me. And I have to get back to work now. But I suppose you may drive the goose. On one condition. If there's ever anything wrong with it, you bring it back to me, yes? All right, I promise. Good! Perfect. Did Frank tell you about the radio? No. It currently only receives the local station. Plus, sometimes it cuts out altogether. If that happens, just give it a big old bang on the dashboard and that should fix it right up. I'm working on it, I promise. Okay. Thanks, Lori. No problem, Miss W. Oh, right, Bear Creek, near the old lumberyard. There's a new face. Kommen wir nach den eher ruhigen Walking Simulatoren zu einem Haut-drauf-Spektakel der Extraklasse.
Und das auch noch in einem richtig coolen Anime-Universum, und zwar dem Universum von One Piece. Es geht nämlich um One Piece Pirate Warrior 4. Einem Musou-Game, also da geht's um Horden von Gegnern, die man verkloppen kann. Und Spaß in jeder Richtung. Also ich hatte viel Spaß bei dem Spielen. Es ist aber natürlich auch ein bisschen einseitig. Die Grafik ist allerdings wirklich hübsch. Und für den One Piece-Fan ist es immer wieder cool, Sir Crocodile zu verprügeln und Alabaster unsicher zu machen. Man hat ja auch wirklich viele Charaktere, die sehr interessant sind. Zum Beispiel Mrs. Bloody Sunday, die vielleicht später auch noch ein bisschen wichtig für die Strohhutbande ist. Also wer da Lust hat, mal reinzugucken, hat 16 Stunden Zeit für die Story und ist mit einem Metacritic-Wert von 76 eigentlich ganz cool bedient. Aus der Cloud fliegt es leider komplett raus danach, aber naja, vielleicht gibt's das ja wieder irgendwann später in einem anderen Dienst. Im Hintergrund werde ich noch mit dem Gameplay laufen lassen und dann geht's ab zum nächsten Spiel.俺が始末をつけなきゃならねえ。そんなことでもねえ限り、俺はこの海を逆走したりしねえよ。次に会う時は海賊の高みだ。 Das nächste Spiel ist Neoverse, das ist ein Deckbuilder-Spiel. Grafisch ganz nett gemacht und vom
Komplexität her, also von der Komplexität her, ist das schon relativ vielseitig und doch schon recht komplex. Ich hatte beim Anspielen durchaus Spaß und würde sagen, jeder, der so welche Spiele mag, sollte mal reingucken. Es hat einen Metacritic-Wert von 66 und eine Storylänge von etwa 4 Stunden. Es fliegt komplett aus der Cloud raus, es ist also nirgendwo bei anderen Diensten verfügbar. Im Hintergrund werde ich ein bisschen Gameplay laufen lassen und dann geht's ab zum nächsten Spiel. Ja, das nächste Spiel ist Rennen mit Ryan. Das ist ein Mario Kart-Klon, allerdings nicht gerade der beste, finde ich. In 2 Stunden hat man eigentlich alles gesehen und wenn man den Kids vielleicht nochmal so ein bisschen Abwechslung geben kann, okay, aber ich glaube, großartig spielen wird man es, glaube ich, nicht. Einen Metacritic-Wert hat es an sich nicht, ich würde es aber nicht höher wie 50 schätzen. Nun gibt es noch ein bisschen Gameplay und dann geht's ab zum nächsten Spiel. Ja, das Gameplay, was ihr hier seht, ist von Barclay. Vielen lieben Dank dafür. Guckt mal auf seinen Kanal vorbei. Der Kanal heißt Barclay Gaming und wir verlinken den natürlich. This section, you'll want to play. Just a quick race. Easy. Don't follow me. I'll show you the way to victory. This pink lightning is ready to race. Bia, 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 bia.
that skill. Oh no. Remember to use that skill. Oops, wrong way. Oh no. 2 laps to go. Remember to use the map skill. Whoa! Remember to use the map skill. Last lap. Awesome. Remember to use the map skill. Remember to use the map skill. You win! I am the Shark King. You really are a champion. Nun haben wir das zweite Spiel mit Anime-Hintergrund, und zwar Record of Lotus War Deadlit in Wonder Labyrinth. Ganz schön schwerer Titel, muss ich sagen. Ich würde es als Hommage an Castlevania, Symphony of the Night oder Metroid sehen. Es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel mit einer Länge von etwa 6 Stunden. Kann man es auch wirklich, denke ich mal, ganz bequem durchspielen. Und einen Metacritic-Wert von 83 spricht, glaube ich, für sich. Ich kann es nur jedem, der Metroidvania gut findet, mal ans Herz legen. Es hat eine coole Mechanik mit diesen verschiedenen Farben und sowas und Fähigkeiten, die man switchen muss. Switchen kann man übrigens nicht die Dienste, denn es ist leider in keinem anderen Cloud-Dienst verfügbar. Also müsst ihr euch hier ranhalten. Ihr könnt ja mal schreiben, ob es euch gefallen hat. Also ich fand es eigentlich ganz cool. Deswegen, ja, auf zum nächsten Spiel, und im Hintergrund gibt es natürlich noch ein bisschen Gameplay. Thank you.
Hier sind wir beim letzten Cloud Game angekommen, und zwar Transformers Battlegrounds. Das ist ein Rundenstrategiespiel im Transformers-Universum mit hübscher Comic-Grafik. Komplett voll vertont, das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Es ist allerdings, sag mal, eher einfach gestrickt. Ich glaube, es gibt da bessere Alternativen im Game Pass und auch in der Cloud allgemein. Für den Fan lohnt ein Blick aber sicherlich. Mit 8 Stunden ist es auch ein übersichtliches Spiel und der Metacritic-Wert ist 71. Im Hintergrund gibt es noch ein bisschen Gameplay und dann geht es zum letzten Spiel, was allerdings nur auf Konsole verfügbar war, deswegen werde ich das nur ganz, ganz wenig ankreuzen. Auch das Transformers-Gameplay ist von Barclay. Ich habe es vorhin vergessen zu erwähnen, die langen Videos gibt es natürlich auf seinem Kanal. Sicher. Bin auf dem Weg. Alles stabil. Bestätigt. Alles stabil. Wir sind gleich da. Wie angekündigt ist das letzte Spiel nicht in der Cloud verfügbar gewesen, sondern nur auf Konsole. Und wenn man es ganz genau nimmt, fliegt es eigentlich auch nicht aus dem Game Pass raus, sondern aus EA Play. Und das ist Roy McCoy PGA Tour. Ein
Golfspiel. Ich mag ja an sich Golfspiele, allerdings dann eher so in VR oder so mit der Wii und mit so einem richtigen Spielerlebnis, dass man dann wirklich schlägt und so. So normal mit Controller ist es ehrlich gesagt nicht unbedingt mein Ding. Deswegen habe ich es nicht installiert und mache es mir hier einfach und werde einfach den Gameplay-Trailer hinten reinpacken. Das ist ganz gut, um sich ein Bild zu machen und zum Ausklingen ist es vielleicht auch ganz nett. Denn ich sage jetzt hier schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir werden ja den zweiten Schwung sicherlich bald bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst ein Abo da und vielleicht auch ein paar Kommentare, einen Daumen hoch, alles sowas, da freue ich mich drüber und natürlich die ganze Cloudplay-Community. Bis zum nächsten Mal, euer GameDemon, tschüss! Florida courses such as TPC Sawgrass will play soft with the ball not traveling far after landing. By comparison, Lynx courses such as Royal Troon will have much firmer fairways and greens, causing the ball to bounce and roll much further. And we've rewritten the ball physics engine to make interaction with vegetation more realistic. Your ball now has the chance to continue on its trajectory or get caught up and bounce around in the trees unpredictably.